Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von LEGO City Undercover. Wir sind gerade dabei, Vinny zu helfen, denn er geht nicht ans Telefon von Model Luca und er vermutet Schlimmes. Allerdings gehe ich zuerst dieser Spur nach, die mich vermutlich zu dem Blätterhaufen da führt. Ja. Super Stein. Ganz nett. Nehme ich jederzeit gerne mit. So. Dann ab auf das Bike, was wir den Securities abgenommen haben. Aha, hier gibt es noch eine Metro. Haben wir die schon aktiviert? Waren wir hier schon mal? Haben wir noch nicht aktiviert? Ja, es läuft doch mit den Bahnhöfen. Die haben wir wirklich bald alle komplett. 12 von 14. Zwei fehlen noch. Man kann eigentlich ganz leicht überprüfen, wo noch welche fehlen. Man muss noch auf die Karte gehen. Denn es sollte in jedem Gebiet einen Bahnhof geben. Das bedeutet, hier müssen wir noch aktivieren. Hier haben wir ihn schon aktiviert. Hier haben wir ihn auch aktiviert. Hier noch nicht. Da gibt es auch noch keinen. Da müssten wir auch noch schauen. Ja, und ich glaube, sonst haben wir es so ziemlich. Warte mal, ist hier nicht auch die Polizeistation? So nah sind wir dran an der Polizeistation. Echt? Da ist Paradise Sands. In Pagoda haben wir auch noch keinen Bahn aktiviert. Das wird passen, dann sind das die zwei fehlenden. Vielleicht schaffen wir das heute noch. Allerdings glaube ich, dass ja weniger, wenn wir eine Mission haben. Ich dachte schon, es geht schon nicht mehr vorwärts fahren. Da gibt es einen Lego Store, warum auch nicht? Ihr merkt, mein Vertrauen in das Spiel ist noch sehr groß. Nicht. Aber gut, das hat sich das Spiel ja selbst zuzuschreiben. Vor einem fancy Blumengeschäft gibt es noch etwas zu erledigen. War eine Blume, die gegossen werden will. Sehr schön. Blumentöpfe gegossen. 4 von 20. Ach, wenn ich schon mal hier bin. Das dauert ja nur ein paar Minuten. Was gibt's hier Schönes? Aha, da geht's aber weit nach oben. Da geht's rüber und runter. Wir schauen zuerst nach oben. Alter, hört das auch jemals auf, ja? Fall jetzt ja nicht runter. Wir können auf die Dachterrasse von Lego City. Ist das geil? Da gibt es 4 Supersteine. 1, 2. Hallo. 3. Es gab nur 3? Ja, enttäuschend. Aber gut. Von mir aus besser als nichts. So. Ist hier oben vielleicht noch was zum Raufziehen? Nö. Das überlebt er. Oder hat jetzt den Schaden jetzt genommen? Keine Ahnung. Gehen wir hier rüber. Da ist nämlich ein Lokal. Wie kommt man darauf? Da ist doch ein Eingang. Ach, hier aber von der Straße. Ich bin ein Depp. Ja, sorry, habe ich nicht gesehen. So, aufmachen. So. Safe knacken. Noch ein Superstein. Naja, hat sich ein bisschen gelohnt. Na gut, dann zurück zu unserem Buggy, falls er noch nicht despawned ist, was ich doch glaube. Doch nein, er steht noch da. Allerdings hätte ich gerne das Auto. Sorry, das ist ein Notfall. Der wirkt doch etwas sportwagenmäßiger und hat auch Nitro. Zu Vinny Papalaros Eisdiele sollte es eigentlich nicht weit sein. Das ist korrekt, das ist tatsächlich nicht allzu weit. Oder? Naja, doch. Ich dachte eigentlich, wir sind schon da, aber dem war wohl nicht so. Hab sie gar nicht gesehen, nachdem ich sie 3 Minuten lang angefahren habe. Und wir sollen scheinbar wieder beim Hintereingang rein. Ist das sein kriminellen Eingang? Ich meine, wir wissen ja schon, dass er mit der Eisdiele eigentlich nur sein Geld sauber wäscht. Hm? Na dann, her damit.
Aha. Deshalb konnten wir da zuletzt nicht drauf. Ah, jetzt können wir hier rauf. Jetzt gehört es zur Story-Mission. Hier muss man jetzt einfach nur B drücken. Ich habe immer eine Richtung angegeben und alles. Aber es geht tatsächlich alles alleine. Dann sind wir auch schon am Dach. Weiter rauf können wir, glaube ich, nicht. Ihr Turm können wir doch. Drüben gibt es auch was. Da will ich auch hin. Na naja, gut. Ein andermal. So. Aber schöne Musik spielst du. Warte mal, bitte sag jetzt. Hat er das Dynamit? Ja, du hast das Dynamit noch. Das war echt Zufall. Ich wollte eigentlich eine Rex Hübelstatue sprengen, die ich am Weg finde. So, jetzt geht's hier nach oben. Hier ist ein Schwein. Bringen wir das jetzt gleich zurück. Oh, ein fetter Superstern. Und noch ein Superstern. Cool. Ja, komm, wir haben noch kein Schwein zurückgebracht. Ich muss jetzt aber nicht bis am Bauernhof reiten, oder? Nee, das würden wir nicht machen. Das wäre ziemlich scheiße. Da rundherum. Und dann... Ja, aber das ist ja... Ja, ums Eck ist auch nicht gerade. Wie soll ich denn hier hinkommen? Ach, da ist eine Brücke. Wäre jetzt keine Brücke gewesen, wäre ich wütend gewesen. So, Kollege. Wiederschauen. Na los, rein mit dir. Sind die richtig ausgerichtet? Scheinbar ja. Schweine zurückgebracht. 1 von 22. Alter. Da hat das Spiel aber viele Schweine eingebaut. Na gut, genug Off-Story für heute. Wie gesagt, so Sachen machen wir weiter dann kurz vorm Ende des Spiels. Danach haben wir eh genug Zeit dafür. Soll ich laufen? Ich gehe jetzt einfach links rum. Ich glaube, das geht schneller. Da fehlt noch eine zweite Eiskugel. Die haben immer noch nicht eingesammelt. Aber gut. So. Schein haben wir zurückgebracht. Und dann sollten wir Winnie mal helfen. Er wird dann sowieso irgendwann von uns eingesperrt. Also helfen wir ihm jetzt mal. Obwohl er gar nicht so ein orger Gauner ist, er hat noch keinen umgebracht. Er stiehlt halt Sachen. Allerdings sehr wertvolle Sachen, also. Na gut. Machen wir hier mal auf. Und schauen nach, was sich darin verbirgt. Oh, direkt ein Spezialauftrag. Spezialauftrag 11. Alle wollen sie Eiscreme. Machen die da drin? Ihr macht einen schweren Fehler, wenn Rex rausfindet, dass ihr... Hahaha, wer glaubst du hat uns geschickt? Was? Warum hat... Oh, sorry, wie war das? Ich höre dich nicht. Ups, hab den Griff abgebrochen. Ich sagte... Warum? Ich muss Winnie da rausholen. Ja, scheinbar wurde er von Rex ziemlich hintergangen. Obwohl ihm Winnie alles besorgt hat, was er wollte. Aber gut, hier machen wir mal auf. Dann kümmern wir uns mal um euch Idioten. Alter, was Alter ist der Chaos in der Eisdiele. Und da drin ist Winnie. Spielst du da die gruselige Musik? Blaue Stats sind sehr hilfreich. Hör auf zu spielen! Weg!
Du bist irgendwie dumm. Befreie mich einer von dem Ding. Nö, dir geht's sehr gut. Was gibt's hier? Hallo. Achso. Dann machen wir hier mal auf. Oh, nett. Zahnräder? Wozu denn das? Ach komm schon. Gleich, ich box mich gleich mit euch. Lass mir noch kurz die Kiste wegbringen. Wieso stehst du wieder auf? Wieso musst du immer muss ein Starker dabei sein? Mist, Vinny. Ich weiß, dass Rex dich hintergangen hat, aber jetzt mach mir nicht schlapp. Lol, das war gerade nicht mal beabsichtigt. Aha, wir brauchen hier noch scheinbar noch eine zweite Kiste. Ah, wo geht's denn hier hin? Da kamen wir her. Hey, wer ist da? Niemand. Ach, da drin ist die. Papalado, du kannst reinkommen. Freigeschaltet. Eingang in meinem Büro. Ich will wissen, warum sie das gemacht haben. Was? Einer von diesen Würmern hat den Porträt meiner Mutter in den Schnurrbart verpasst. Tja, das ist natürlich blöd. Hast du eine Ahnung, wie viel grausam er zahlen musste, damit er ihren Schnurrbart weglässt? Sie wird komplett durchdrehen. Warum hat's egal? Egal. Ist denn schon Schlafenszeit? Ja, leg dich hin und nerv nicht. Was ist das? Oh, schön, so ein Soßendings will wohl kaum Ketchup sein. Oh, da muss ich mal aufstehen müssen. Ja, fall nach unten. Die sind alle nebeneinander, oder wie? 3 und Nummer 4. Sehr schön. Sorry, wenn ich mache deine Einrichtung etwas kaputt. Das ist doch kein Problem, oder? Nee, das stört dich nicht. So. Ach, das war der Geheimgang jetzt im Büro. Nein! Ach, fuck. Warum? Das wollte ich doch noch gar nicht. Ja, toll, jetzt kann ich die Mission dann nochmal starten. Ich habe noch so vieles nicht gemacht. Ja, okay, egal. Wir müssen die Mission sowieso zweimal machen. Hallo. So. Im Chefsessel gibt's nichts. Aber hier gibt's was zum Suchen. Ich bin ziemlich angepisst gerade. Hier gibt's einen Schlüssel. Ich will da drüben. Was auch immer der macht. Dreh dich. Was hat der bitte noch alles fest? Ja gut, er ist ein Gauner. Er braucht so geheime Sachen. Ah ja. Und er braucht auch ein... Das... Wow. Das... Ja. Mag Eiscreme wirklich sehr. Ja, das stimmt. Ach, sie haben alles der Lampen getan. Hier gibt es noch ein paar Blumen.
sein Fahrzeug frei und seinen Iron Bag. Kriegt man eigentlich die Farbe her, weil hier gibt es ja nicht direkt einen Farbwechsler, oder? Ja, okay, doch. Könnte sein, dass es einen gibt. Vielleicht in dem Kasten da vorne. Das ist gar nicht so eine... Ist im Bereich des Möglichen. Ja, Tatsache. Unten gibt es auch noch zwei Farbfelder. Die Mission ist leider alles andere als vollständig. Sollte das wirklich Wichtiges gewesen sein, was uns im Verlauf der Story weiterhilft, werde ich es nachholen. Also reinschneiden. Wenn nicht. Wir müssen sowieso alle nochmal spielen, um 100% zu haben. Jetzt noch ein Eis, wieder in einem Safe aufbewahrt. So, ich habe keinen komischen Kommentar von Chase. Hallo, schieb's in die richtige Richtung. So. Das ist eine ziemlich ungewöhnliche Art, eine Tür zuzusperren. Ja, aber eine ziemlich coole. Na gut, weiter geht's. Hallo, Eisfabrik. Wie bist du hier reingekommen? Ach, ist ja auch egal. Wie seid ihr hier reingekommen? Da hab ich so meine Zweifel. Alter, ist das eine geile Rieseneisfabrik. Wenn du ein Eis willst, dann vergiss es. Dieser Laden ist dicht. Für immer. Oh, das war taktisch unklug. Was treibst du denn da unten? Machst du dir einen Eisbecher? Ja, klar. Ah, der damit... kennt dich auch mit Karton, das ist ja klar, oder? Hey, ja, und? Das gilt nicht. Dein Deutschkurs gilt auch nicht. Ihr zwei, haltet ihn auf! Da habe ich so meine Zweifel. Steht da nicht rum! Schnappt ihn euch! Sie sind schon tot. Du kannst dich wieder beruhigen. Sie waren eindeutig zu schlecht. Danke. Ich will mir die anzuhalten an deiner Stelle. Oh, mach mal langsam da unten. Nö. Okay, jetzt gehst du mir langsam auf die Nerven. Tja, blöd für dich. Das ist deine letzte Chance. Wofür? Wozu meine letzte Chance? Ja, dich zu vermöbeln. Jetzt ist Schluss mit lustig. Ja, genau. Was hast du denn vor? Ich mach Eis. Mini braucht Nachschub für seine Fabrik, nachdem ihr die lahmgelegt habt. Tut mir leid, dass die Begrüßung so frostig ausgefallen ist. Ach, was. Wow, die alle, da drin explodiert auch alles. Eins von drei, dann könnte das da drüben wohl auch noch kaputt geschlagen. Was macht er denn jetzt? Ich sehe ihn nicht mehr. Ja. Ja, dann besorgt ihr ein Fernglas oder so. Nummer drei. Oh, wir haben schon drei Polizeimarkenteile und den vierten bekommen wir wahrscheinlich nicht, weil... Sorry. Wo bist du, Feuerwehrmann? Da. Okay, und da ist das blaue Eis. Hör mit dem Knöpfe drücken und der Ventildreherei auf. Hör du mit dem Reden auf, du nervst viel mehr. Ich weiß nicht, was es bringt, wenn du die beiden Eistanks anfüllen, aber gut. Ja, das hat jetzt keinen Sinn. Ich komme ja trotzdem nicht drauf. Oder doch? Hä? Ach, das ist eine Leiter. Du gehst mir mal auf die Nerven. So. Oh Mensch, kriegt
Typen denn überhaupt nichts auf die Reihe? Was zum... Oh. Au! Das tat weh! Ah! Hey, holt mich aus dem Ding hier raus, sonst... Sonst was? Warum hat Rex euch geschickt? Ich verrate dir kein Wort. Lass mal, Vinny. Ich weiß, wie wir ihn zum Reden bringen. Und noch ein für Mutti. Oh, oh ja, das schmeckt so gut. Oh, au, au. Der Hirnfrost. Hier kommt das Flugzeug. Nein, stopp! Na gut, was wollt ihr hören? Wo ist Rex? Ich weiß nicht, das ist die Wahrheit. Aber ich kann euch sagen, wie ihr an ihn rankommt. Ich soll heute Nacht was für ihn auf der Baustelle bei Paradise Sands erledigen. Du könntest dich für mich ausgeben. Du siehst mir doch ähnlich. Stimmt, ihr seid gleich groß. Wehe, du lügst. Keine Sorge, Chase, ich behalte ihn da. Ich habe da nämlich auch noch eine ganze Menge offener Fragen. Oh, nein, nicht! Wow, ist das etwa Heidelberg-Granatapfeleis? Wow, das Zeug schmeckt super. Wow, das geht direkt auf die Hüften. Habt ihr auch noch Sahne dazu? Tja, da war er wohl zu vorlaut. Papalados Eisdiele, Level abgeschlossen. Und Lego-Figuren sind doch alle gleich groß. Und wir haben Winnie Papalado freigeschaltet. Und den Ironback. Und wird man vermutlich noch mehr freigeschaltet, wenn... ja. Schade. Aber gut, wir sind Lego City Held, das ist wieder mal sehr, sehr gut. Und erhöhen unsere goldenen Steine wieder um 2 und landen damit auf 86 von 450. Und damit, Ellie, Honey. Kannst du dem Chief sagen, dass Rex schon meinen Atem Honey. Im Nacken spürt? Oh, das freut mich für euch. Frank? Das ist ja, Honey. Ich passe für Ellie auf den Beweisschrank auf. Du magst Dumme Rex Idee. Also, was? Nein, ich wollte sagen, dass ich kurz vor der Verhaftung stehe. Ich weiß jetzt, wo seine Gang heute Nacht unterwegs sein wird. Und wo ist das? Auf der Baustelle bei Paradise Sands. Ich kenne den Vorarbeiter da, Albert Spindlerouter. Er hat mein Aha. Haus wieder aufgebaut, nachdem ich es bei einem Umgestaltungsversuch hochgejagt habe. Starkstromkabel sollte man lieber in Ruhe lassen. Okay. Wie kann man mit Starkstromkabel eine Explosion herbeiführen? Sag das Ellie. Wird gemacht! Okay, allerdings kannst du dir das nächste Folge sagen, denn jetzt ist für heute mein Schluss. Lasst einen Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und dann mach's gut. Bis zum nächsten Mal auf der Baustelle. Ciao.